Welch keine Freude, dass wir uns heute in so großer Schar am dritten Adventssonntag versammeln. Der Advent ist die Zeit vom Dunkeln ins Licht. Heute brennt die Rosenkerze als Zeichen, es ist der Freudesonntag, Gaudete. Freut euch, das Fest der Geburt des göttlichen Heilands ist nahe. Eine erfüllte Woche liegt hinter uns. Zuerst war der Feiertag, dann haben die Erstkommunionkinder ihre Erstbeichte gefeiert am Dienstag. Das war eine große Freude. Frauenbewegung hat ihre Adventbesinnung. Dr. Eder hält uns jeden Mittwochabend jetzt einen Glaubensimpuls. Und gestern waren wir Adventwallfahrt zur Einstimmung aufs Fest. Der Satz des Advents heuer war am Anfang: dem Türhüter befahl er, wachsam zu sein. Wir Christen sind die, die die Türe zum Himmel hin offen halten. Das geschieht mit dem Adventbeten, wenn man miteinander sitzt, betet, redet, singt. Kommt der Himmel herein. Das geschieht in den gemeinsamen Gottesdienst jetzt. In diesen Zeiten, wo so herrliche Lesungen sind, dass Gott uns Menschen zur Hilfe kommt und alles zum Guten wenden wird. Diese Hilfe geht auch oft über uns Menschen selbst. So erinnert uns die katholische Männerbewegung heute auch an die Armen zu denken, die in der Welt sind, sie zu unterstützen. Ich bitte um die Einleitung. Umhüllt mit einem wärmenden Mantel ist auch kaltes, winterliches Wetter erträglich. Die Erinnerung an Stunden der Fröhlichkeit und Freude tut einem immer wieder gut. Die Heilung eines enttäuschten, gebrochenen Herzens geht nur mühevoll und langsam voran. Drei Lebenserfahrungen, die unser Leben begleiten und prägen. Gott spricht uns über diese Lebenserfahrungen sein Heil zu. Jesus bringt die frohe Botschaft und heilt alle, deren Herzen zerbrochen sind. Stunde der Freude hält Gott für mein Herz und meine Seele bereit. Er erbarme dich unser. Denn er kleidet mich in Gewänder des Heils
wir Christen stehen dürfen. Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus in Thessaloniki. Brüder, freut euch zu jeder Zeit, betet ohne Unterlass, dankt für alles, denn das will Gott von euch, die ihr Christus Jesus gehört. Löscht den Geist nicht aus, verachtet prophetisches Reden nicht. Prüft alles und behaltet das Gute, meidet das Böse in jeder Gestalt. Herr Gott des Friedens, heilige euch ganz und gar und bewahre euren Geist, eure Seele und euren Leib unversehrt, damit ihr ohne Tadel seid, wenn Jesus Christus unser Herr kommt. Gott, der euch beruft, ist treu. Er wird es tun. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Das ist ein lateinisches Wort und heißt einer, der es frei heraussagt.
nicht schön ist. Als Symbol, als Zeichen, dass für uns Menschen dort, wo Gott nicht dabei ist, das Leben verwüstet ist. Auch wenn man es noch so künstlich bewässert. Das Seelenleben, das kann nur von Gott her aufblühen. Aber jetzt tritt eben der eine auf, damit er uns aus dieser Wüste herausführt, dieser Prophet. Und er sagt, ich zeige euch das Licht, das euer Leben macht. Ich mache euch zu Lichtmenschen. Das darf ich tun. Ich bin nicht selbst das Licht. Das ist übrigens etwas, was für uns alle gilt, was gedacht. Wir sind ja wieder Johannes im Grunde Vorläufer, Wegbereiter für den einen, der kommt, dass unser Leben ganz leben wird. Dass das verborgene Gottesleben, so haben es unsere erstkommenden Kinder schon gelernt, dass bei der Taufe angeregt wird, dass es sich jetzt entfalten soll. Sagt der Jesus, verspricht, er hilft euch, dass das Gottesleben in uns sich entfaltet, dass wir als glückliche Kinder Gottes in dieser Welt leben können, dass wir entdecken, dass es Gott gibt, Türwächter, die den offenen Himmel sehen. Das beginnt mit der Taufe. Und wenn wir solche Gotteskinder werden, dann werden wir für die Nächsten, für die nächste Generation, auch zu diesem Wegbereiter. Wir sind nicht selbst das Heil, nicht einmal die Eltern für ihre Kinder. Wir sind Mithilfer, auf den hinzuweisen, der unser Leben wirklich und immer glücklich machen kann. Der Johannes da sagt, ich bin nicht der Messias. Dann heißt es genau das. Messias war der verheißene Retter der Welt. Ein Mensch, voll heiliger Geist, voll göttlicher Liebe, hat es in der Lesung gehört. Und das war ein Gott selbst. Das ist der Geburtstag, dessen Mensch werden wir uns jetzt vorbereiten. Wir Christen dürfen immer sagen, ich bin nicht ein Heil. Das dürfen sich die Eheleute gegenseitig sagen, ich bin nicht ein Heil. Aber mit dem Messias zusammen werden wir sehr heil leben können. Das dürfen sich die Eltern und Kinder sagen, wir können ja nicht das Ganze heilen. Aber wir können euch zu dem führen, der euch das Ganze heilt. Ein Leben, das nicht mehr aufhört. Das ist unsere schöne Aufgabe. Der Johannes war auch nicht dieser Elia, hat nämlich geheißen, am Ende der Zeit, bevor der Messias kommt, wird der Elia noch erscheinen. Er hat 800 Jahre vor Jesus gelebt, ein Mann wie Feuer. Das ganze Volk war von Gott weg, die haben sich gerichtet nach den Bräuchen dieser Zeit damals. Und er ist aufgetreten und hat gesagt, ich erinnere euch, ihr sollt mit Gott leben, damit das Leben schön wird. Ein Mann wie Feuer. Und daneben hat es ihn geheißen, er wird wiederkommen. Er ist nicht gekommen. Aber der Johannes war dann wie in seiner Ehe. Er war wirklich auch der, der vor dem Messias gekommen ist. Der Johannes war auch nicht dieser Prophet. Das ist schon bei Mose gewesen, 1600 Jahre vor Jesus. Wir haben letzten Sonntag schon gesagt, unglaublich, welche Wegstrecken Gottes Heilungsplan mit uns geht. Außer 600 Jahre vor Jesus gibt schon die Prophezeiung an Mose, einen Propheten wie dich wird Gott der Herr deinem Volk erwecken. Also einen neuen Mose, der dann das Volk aus der Sklaverei herausführt, nicht aus der Sklaverei von Ägypten, wie damals war, sondern aus der Sklaverei, dass wir also nicht nach den Lebensgeboten leben. Jesus war dann dieser neue Prophet, dieser neue Mose. Damit wir ein bisschen verstehen, was da überhaupt gesagt wird in diesem Evangelium. Für uns, für die Kinder ganz schnell zusammengepackt, es ist die Woche der Freude, dass wir das Licht, das von Jesus kommt, entdeckt haben, selber in unser Leben wirken lassen und dass wir dann Zeugen werden dürfen für die nächste Generation, für den Menschen neben uns, hinweisen, schauen. Ich nehme mir Maß an dem, der gekommen ist, damit wir das Leben in Fülle haben. So ist uns auch einiges Jahres. Schau, ich zeige dir den, der
wirklich lernt, miteinander so umzugehen, auch noch bei den Belastungen, die wir haben, dass das Leben hell und schön. Das wollen wir uns, diese Freude, die wollen wir uns mitnehmen. Am besten zeigen wir dann hin, indem wir es einfach uns sichtbar machen. Sind Menschen geworden, seinem Licht her erleuchtet sind. Amen. So lasst uns froh unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage aufgestanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, der Sitz zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort wiederkommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Als Vorläufer hat Johannes der Täufer auf Jesus Christus hingewiesen, der als das wahre Licht in diese Welt kommt. Wir beten zu ihm. Für alle Kinder, die sich mit kindlicher Vorfreude auf das Geburtsfest Jesu einstimmen. Christus, Licht der Welt. Wir beten dich, Herr. Für alle, die sich nach einem frohmachenden Wort sehnen und für jene, die taub geworden sind, für eine frohe Botschaft. Christus, Licht der Welt. Wir bitten dich, für alle, die keine Zeit finden für adventliche Besinnung. Christus, Licht der Welt. Wir bitten dich, für alle, die durch ihre Gaben oder Taten Gerechtigkeit und Frieden fördern. Christus, Licht der Welt. Wir bitten dich, für die Verstorbenen, die dich als ewiges Licht schauen. Christus, Licht der Welt. Wir bitten dich, Herr, du Gott der Liebe, du möchtest unter uns erfahrbar sein, durch unsere praktische Hilfe füreinander, wo wir einander zum Licht werden. Hilf uns zu tun, was in unseren Kräften steht. So bitten wir dich durch Christus, unseren Herrn. Amen.
beten. Herr, unser Gott, in dieser Feier erfüllen wir den Auftrag deines Sohnes. Mach unser Herz bereit für das Geschenk des Heils, damit Weihnachten für uns alle ein Tag der Freude und der Zuversicht werde. So bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Ebenso nahmen nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmt und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und
ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünde. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Unter uns ist der Heilige Kommunion. Herr Jesus.
kann nicht auf unsere Sünden, die uns trennen, sondern auf unser Glauben, Lieben und Hoffen, das uns verbindet. Und schenk uns nach deinem Willen Einheit und Frieden. Dieser Friede in eurem Herzen, in eurer Familie, in unserer Welt, der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Gebt euch das Zeichen des Messias, Friede und Versöhnung. Jesus kommt mit seiner ganzen Wahrheit in uns und erleuchtet uns.
wachsame Augen für das Unsichtbare, damit es in unserem Herzen sichtbar wird. Wenn wir füreinander da sind, machst du deine Liebe erfahrbar. Stärke und erhalte uns auf diesem Weg. Er führt uns zu dir. Amen. Die katholische Männerbewegung, lasst uns beten. Sagt den Verzagten, habt Mut und fürchtet euch nicht. Seht, hier ist euer Gott, der wird kommen und euch erretten. Barmherziger Gott, komm uns durch dieses heilige Mahl zu Hilfe und mach uns bereit für das kommende Fest deiner Menschwerdung. So bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Lautbarungen. Stille verbringen wollen mit den Männerbewegungen uns noch das Projekt vorstellen. Diese Woche ist besonders heute Abend Nachtwache um 19.30 Uhr. Morgen um 14 Uhr Nachmittag das Begräbnis von Frau Elfriede Hennenichler Stormetz am Berg. Vormittag die Frühmesse wird gehalten. Am Dienstag ist Vorprobe. Am Mittwoch ist um 18.30 Uhr Bußandacht hier in der Kirche und anschließend die heilige Messe mitgestaltet von der Volkstanzgruppe. Am Freitag lädt die katholische Jugend um 19 Uhr zum Adventsingen am Dorfplatz ein. Die Ministrantenstunde ist am Samstag um 9 Uhr. Welche Gelegenheit ist kommend Samstag von 15 bis 17 Uhr bei Kurat Josef Zauner. Am Samstag ist auch die Taufe von Sebastian Holzer. Es gibt auch eine Erweiterung des Beichtangebotes im Dekanat. Und Beratung der Pastoralkonferenz wird Kurat Matthias jetzt einmal in der Adventzeit jeden Mittwoch und auch jeden Sonntag nachmittags zur Verfügung stehen. Mittwoch von 17 bis 19 Uhr am Abend. Sonntag von 16 bis 18 Uhr. Das ist eine Möglichkeit, ohne Zeit, Druck, in Ruhe mal sein Leben, dieses Sakrament der Versöhnung zu geben. Wenn Ältere oder Kranke vor Weihnachten noch gern die heilige Kommunion empfangen möchten, bitte das im Pfarramt bekannt geben. Nächsten Samstag ist in Bierbach ein Einkehrnachmittag für unsere Pfarre die Einladung. Maria im Heilsplan Gottes. 14 Uhr ist der Glaubensunterricht, 17 Uhr ist dann eine Dankmesse. Das katholische Bildungswerk lädt nächsten Samstag zu einem vorweihnachtlichen Abend mit Hans-Dieter Meiringer ein, genau das auf der Rückseite des Wochenblattes. Und der sozial-karitative Arbeitskreis lädt am kommenden Mittwoch wieder ein zum gemeinsamen Mittagstisch. Ich heiße Janik Himmelmann.
heiße Lisa Friedrich. Ich heiße Laura Holzer. Jesus Christus, dass wir auf ihn hinweisen dürfen.
mit einem lichtvollen Leben. Der Herr sei mit euch. Segne euch, begleitet euch in diesen adventlichen Tagen der Angst.